Hallo, ich lese Medikamente bewertet Bluthochdruck mit großem Ratgeberteil von der Stiftung Warentest. Und ich lese das letzte Kapitel, das rote Kapitel, das heißt Medikamente bewertet. Und ich bin angekommen bei den Schleifendiuretika. Schleifendiuretika. Diuretika führen dazu, dass der Körper vermehrt Wasser ausscheidet. Dadurch verringert sich die Blutmenge und das Herz pumpt weniger Blut in den Kreislauf, wodurch der Blutdruck sinkt. Diuretika gehören zu den am besten untersuchten Wirkstoffen gegen hohen Blutdruck. So. Furosemid, Biretanid, Torasemid. Geeignet bei hohem Blutdruck, wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist. Wenig geeignet bei hohem Blutdruck ohne diese Begleiterkrankung wegen der unerwünschten Wirkung auf den Flüssigkeitshaushalt. Zu den Schleifendiuretikern gehören die Wirkstoffe Furosemid, Biretanid und Torasemid. Sie entfalten ihre Wirkung in den Nierenkanälchen. Ihr Wirkmechanismus gleicht dem der Thiazide. Sie wirken jedoch sehr viel stärker wasserausschwemmend. Den Blutdruck senken Schleifendiuretika nicht stärker als Thiazide. Sie sind Thiaziden nur dann vorzuziehen, wenn viel Flüssigkeit ausgeschwemmt werden soll. Da sie bei eingeschränkter Nierenfunktion noch gut wirken, sind sie auch in diesen Fällen sinnvoll. Wichtig zu wissen. Schleifendiuretika können die Haut empfindlicher für UV-Strahlen machen. Dies kann sich insbesondere nach Sonnenbädern oder Solariumbesuch zeigen. Mundtrockenheit, Durst, Schwäche und Schwindelgefühl, Muskelschmerzen und Krämpfe sowie Kopfschmerzen können Anzeichen von übermäßigem Salz- und Flüssigkeitsverlust sein. Sie sollten daher genügend trinken, 1,5 bis 2 Liter täglich. Es sei denn, Sie leiden unter Herzschwäche, dann sollte die Trinkmenge geringer sein, häufig. Bei mehr als 1 von 100 Behandelten steigt der Blutzucker an. Dadurch kann ein bislang nur unterschwellig vorhandener Typ-2-Diabetes in Erscheinung treten. Einmal jährlich sollte der Blutzucker kontrolliert werden, insbesondere bei stark übergewichtigen Menschen. Wenn der Körper sehr viel Flüssigkeit ausscheidet, kann das Blut eindicken, sodass die Gefahr für Thrombosen und Embolien wächst. Wenn Krämpfe oder Verwirrtheit mit zeitlicher und räumlicher Desorientierung auftreten oder wenn sie nur noch sehr wenig Urin ausscheiden, sollten sie umgehend einen Arzt aufsuchen. Bei mehr als 1 von 100 Behandelten steigt der Harnsäurespiegel im Blut an. Dann kann ein Gichtanfall ausgelöst werden. In Klammern typische erste Anzeichen Schwellungen und Schmerzen im Großzehen- oder Daumengrundgelenk. Klammer zu. Bei langfristiger Einnahme von Schleifendiuretikern kann es zu einem Kaliumverlust kommen, der Störungen an den Nerven, am Herzen und im Stoffwechsel, Muskelschwäche, Herzrhythmusstörungen und Verstopfung nach sich ziehen kann. Eine kaliumreiche Ernährung mit Bananen, Aprikosen, Gemüse oder Trockenobst kann den Kaliumverlust etwas ausgleichen. Dies gilt nicht für Nierenkranke, die zu erhöhten Kaliumwerten im Blut neigen. Diuretika verstärken die Wirkung anderer blutdrucksenkender Medikamente. Insbesondere in Kombination mit ACE-Hämmern oder Sartanen sinkt der Blutdruck deutlich ab. Zusammen mit nicht-steroidalen Antirheumatika wie Ibuprofen oder Idometazin, in Klammern bei Schmerzen und Rheuma, steigt das Risiko, dass sich die Nierenfunktion verschlechtert, bis hin zu akutem Nierenversagen. Diuretika lassen die Blutspiegel von Lithium bei manisch-depressiven Störungen ansteigen, sodass stärkere Nebenwirkungen auftreten können.
Die Wirkstoffe sollten Sie nicht gleichzeitig anwenden. Schleifendiuretika ähneln Sulfonamiden, mit denen Harnwegsinfektionen häufig behandelt werden. Wenn Sie gegen Sulfonamide allergisch sind, dürfen Sie diese Diuretika nicht einnehmen. Wenn Sie hohes Fieber und Schüttelfrost bekommen, sollten Sie unverzüglich den Arzt rufen. Wenn Sie Blut im Stuhl oder Urin feststellen oder kaffeesatzartig erbrechen, müssen Sie umgehend den Arzt aufsuchen. Beides weist auf eine gravierende Störung des der Blutbildung hin. Wenn Ihre Leber schwer geschädigt ist oder Ihre Nieren nicht richtig arbeiten, sind Schleifendiuretika oder Xapamid, den anderen Diuretikern, vorzuziehen. Der Arzt muss aber Leber- und Nierenwerte regelmäßig kontrollieren. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Kindern erfolgt die Dosierung nach dem Körpergewicht. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Alle Diuretika sind in der Schwangerschaft möglichst zu meiden. Ist dann noch eines erforderlich, kann Hydrochlorothiazid eingesetzt werden. Am besten sollte auf andere Blutdrucksenker wie Methyldopa umgestellt werden. Bei stillenden Frauen hemmen Diuretika in hoher Dosierung die Milchbildung. Deshalb sollten Sie diese während der Stillzeit möglichst nicht einnehmen. Allenfalls kommt Hydrochlorothiazid in der geringstmöglichen Dosis in Frage. Für ältere Menschen. Bei älteren Menschen steigt das Risiko für unerwünschte Wirkungen, insbesondere auf den Elektrolyt- und Wasserhaushalt des Organismus. Sie trinken oft zu wenig, weil das Durstgefühl nachlässt, sodass der Körper leicht austrocknet. Außerdem ist häufig die Nierenfunktion eingeschränkt, ohne dass dies an den Blutwerten erkennbar ist. Diuretika müssen bei Ihnen daher so niedrig wie möglich dosiert werden. So, es geht weiter mit Thiazide und thiazidartige Diuretika.